Mindekraft 1.9, was bei 1.9 auch noch so ein Problem ist, außer den Mods ist, dass das Texturenpaket erstmal updaten muss. Und das ist so eine Sache, die kann noch eine Weile dauern. Weil es ist ja das Lugion Thief Pack, das heißt, ich mache nichts alleine, außer mich umzusehen, was andere gemacht haben, um mir die besten Texturen zusammenzuklauen, weil ich selber keine Zeit dazu habe, selber welche zu erstellen. Es sei denn, ich finde absolut keine, dann fühle ich mich meistens gezwungen, sie doch selber zu erstellen. Dann haben sie, glaube ich, irgendwie das Uhrenformat geändert. Das heißt, ich muss meine Uhr jetzt irgendwie umbauen. Glaube ich, befürchte ich, werde ich sehen. Und dann muss ich Minecraft beibringen, dass das Texturpaket auch wirklich für diese Minecraft-Version gedacht ist. Weil irgendwie scheint es dann in letzter Zeit ganz schön knasterig zu sein. Ich kann nicht einfach das 1.89-Pack anwenden auf 1.9. Das hat er automatisch abgewählt, der Sack. Von wegen, ist nicht kompatibel, Mann. Mach erstmal richtig kompatibel Pack. Dann siehst du weiter. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, dass jetzt Honeyball hat schon ewig nichts mehr gemacht. Und Misa hat aufgehört mit Texturenpaket. So, somit sind quasi die beiden Hauptlieferanten von meinen Texturen weg. Was ein bisschen doof ist. Weil meine beiden Hauptlieferanten für Texturen weg sind. Aber gut. Vielleicht muss ich im Endeffekt wirklich selber mal was machen. Ach, Menno, will ich aber nicht. So. Wie seht ihr das hier? Der Berg, der ist jetzt baumfrei, ne? Baumfreie Zone. Dann kann ich ja anfangen, ihn abzutragen. Mit den letzten... Ich muss eh gleich eine neue Schaufel holen. Ich kann immer dann zur Abwechslung unten versuchen, diesen Bücherraum einzurichten. Dann fangen wir an, irgendwie Sachen zu verzaubern. Mit 39 Erfahrungspunkten. Ah, wobei, ist ja gar nicht so schlimm. Ist ja gar nicht so schlimm. Ich habe ja da unten eine Erfahrungspunkte-Maschine. Fällt mir gerade ein. Das ist kein Ding. Das kriegen wir hin. Wenn ich übrigens das nächste Mal in den Nether gehe, ne? Dann werde ich da den Shader ausstellen, weil das wirkt einfach besser, wenn der Shader da unten aus ist. Ich hab keine Schaufel mehr! Manu! Meine Schaufel holen. Puff! Ihr habt mir immer noch nicht verraten, was ich mal machen soll, oder? Was habe ich bis heute keine Nachricht bekommen, die mir sagt, ey Alter, mach mal dies und mach mal das. Es sind immer nur irgendwelche konstruktiven Kommentare. Das ist fast traurig. Nein, mach mal ruhig weiter so. Ich brauche langsam eine Fresskiste. Ich glaube, ich mache jetzt eine Fresskiste. Wo sind die Heuballen? War eigentlich mein Heuballen? Egal. Knuspert, knuspert, knäuselt. So, wo kommt denn die Fresskiste hin? In die Küche wäre natürlich sinnvoll, aber... Welche Küche? Ich habe hier noch gar keine Küche. Ich habe hier einfach... Packe ich sie erstmal dahin. Ist jetzt ja nicht irgendwie wichtig. Muss ja nur irgendwo hinpassen. Was ist mit dem Bambus? Packe ich den auch in die Fresskiste? Man weiß es nicht. Weizen kommt auf jeden Fall in die Fresskiste, würde ich mal behaupten. So. Yo. Ist hier Le Bambou? Da ist Le Bambou. Wobei, wenn ich daraus Zucker mache, dann kann er auch wieder in die Fresskiste. Ist nicht leicht, merkst du? Deswegen habe ich gerne pro Element eine Kiste. Das macht das Ganze um ein Vielfaches einfacher. So, Holz habe ich erstmal wieder genug. Setzlinge sind auch noch dezent gut vorhanden. Hä? Nee, das blumt gerade nur. Ups, falsch. So, Erde haben wir dabei. Viel zu viel, wenn ich das mal anmerken darf. Schaufeln. Schaufeln brauchen wir mal wieder eine Runde. Axt haben wir noch, Schaufel nicht. Vielleicht hätte ich mir dafür noch Holz mitnehmen können, aber ich will jetzt gerade sowieso erstmal was anderes machen. Ich nehme alles mit. Ist jetzt auch Wurst. Hier sind ja noch mehr Samen. Nur mehr Bambus und Knochenmehl. Wie, nur so wenig Knochenmehl? Warum?
Wieso ist hier das ganze Fresszeug drin? Mach doch gerade eine Fresskiste dafür. Das sind die Heuballen. Siehst du, langsam kommt alles zusammen. Hier ist das Zeug. 4 Diamanten habe ich nur noch. Das ist gut, denn ich brauche auch noch 4 Diamanten. Und zwar so ziemlich genau 4 Diamanten brauche ich noch. Für die Mod, die ich gebaut habe, brauche ich 4 Diamanten. Ich sage aber nicht, was es ist, bis ich es zeigen kann. So, Holz. Nehme ich doch das da. Knusper, knusper, knusel. Mach mir ein paar Stöckels. Stöckels. Okay. Stöckels. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mal gucken, was wir jetzt alles Feines rauskriegen. So. Das dürfte jetzt erstmal eine Runde reichen. Hoffentlich. So, dann kommt das hier noch da, 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 da. Wir sind gleich... machen gleich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hab doch schon den Kram dabei. So, wir brauchen noch Steine. Da so Steine. Und der Zauberkasten. Hier so. Gut, mach ich das jetzt in der Nacht? Das mache ich mal in der Nacht. Vielleicht spawnt ja wieder ein Hühnerjockey. Den können wir hier einsperren. Und dann wird das schon. So, jetzt natürlich spannend. Kann ich da reinbuddeln oder saufe ich dann ab? Ich habe so eine Befürchtung, dass ich dann absaufe. Was ein bisschen blöd wäre. Weißt du was denn? Dann spinne ich einfach weiter. Hier ist, da so. Durchbruch! Haben wir überhaupt Fackeln dabei? Ja, 25, okay. Okay, today. Gehen wir das hier weg. Weg und das dahin. Da bauen wir uns jetzt mal so einen kleinen Zauberraum, bevor ich da draußen wieder ewig irgendwie nur rumdümpel. Zumindest für die Nacht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich hier schlau genug war. Aber ich glaube schon. Das wird schon. Zack, zack. Ich habe immer noch nicht nachgezählt. Also 1, 2 plus 2 plus 3 macht 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wand. Jetzt auf den Boden rausrubben. Und auffüllen. Ne, für alle, die es schon wieder vergessen haben, wir machen jetzt einen Zauberraum. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, okay. 3. Und jetzt noch 1, 2. Wand. Ich stecke jetzt hier erstmal den Raum ab, damit ich quasi eine Vorstellung davon habe, wo was hinkommt. Beziehungsweise welche Wand wie wo weit ausreißt. 1, 2. 1, 2. Bingo. Habe ich das eben eigentlich auch schon im anderen Gang gemacht? Ich drehe mich gleich um das... Nö, habe ich nicht. Warum auch? Wäre ja wichtig. Boden auszukleiden. Nee, ist eigentlich total unnütz hier, aber egal. Ich will trotzdem einen Boden haben. Deal with it. So, dann klockern wir uns da mal kurz in die Ecke. Dann wissen wir auch von oben, wie tief wir buddeln können. Ich muss jetzt natürlich aufpassen, dass ich nicht mit meinen restlichen Plänen in Schwulitäten komme. Das wäre ein bisschen doof. Welch ein Glück, dass das lizenzfreie Musik ist. Sonst müsste ich jetzt darauf achten, dass ich immer weiter labere. Denn es ist mir schon in Assassin's Creed passiert, wenn ich mal einen Moment die Klappe halte und einfach nur nichts sage.
um mal mir das Stück Musik anzuhören. Dann habe ich sofort einen Musikclaim drin. Sofort macht's BÄM! Und ja, ne, ich bin hier so ne, der Typ so, der so Spielemusik vermarktet. Und ich sag mal, du darfst das nicht benutzen, weil Musik. Dann stehst du da und denkst dir, hä? Ist immer noch kostenlose Werbung für dein verdammtes Spiel. Es mag zwar schon 6 Jahre alt sein, aber lass mich in Ruhe. Egal. Copyright Claim. Alle 2 Cent, die ich mit diesem Spiel verdiene, gehen an Ubisoft. Meinetwegen. Ist mir auch Wurst. Solange die nicht anfangen, wie gewisse andere Firmen, Sony, und anfangen, sämtliche meiner Star Wars Videos zu sperren, weil ich Star Wars Musik benutze. Ich böser Mann. Ich stelle John Williams komplette Alben irgendwo rein. Das sind ja noch nicht mal die von John Williams, das sind ja einfach nur die der Spielhersteller da. Das hat ja wer anderes komponiert. Und manchmal werden halt, weil die nichts besser können, Musikstücke aus den anderen Filmen geklaut, sag ich mal. Also nicht ich bin derjenige, der diese Musik benutzt, sondern LucasArts war das. Aber allgemein ist ja derzeit irgendwie echt schlimm, was so das rechte Verhältnis auf YouTube angeht. Vielleicht sollte ich die Leiter doch wieder woanders hinpacken. Hab da auch nichts zu gesagt, von daher bleibt's erstmal da. Nee, ey, das rechte Verhalten. Vor allem der Nostalgia Critic hat ja da derzeit irgendwie seinen WTFU, weiß ich wie? Ja doch, WTFU. What the Fair Use oder so. Oder What the Fuck YouTube. Je nachdem, wie man das gerne sehen möchte. Das ist, glaube ich, jedem seine eigenen Interpretation überlassen. Ja, alles scheiße. Ich weiß, du hast damit, glaube ich, weniger zu tun, weil darum. Es ist immer sehr frustrierend, weißt du? Ich habe jetzt letztens das Michonne-Let's Play gestartet. Das echt geile Musik hat. Dann sage ich so im Let's Play, ja, voll geile Musik. Aber der Zuschauer kriegt nichts davon mit. Weil ich die Musik rausschneiden musste. Weil durch diese Musik das Video in sämtlichen Ländern gesperrt wurde. Danke, GEMA. Oder nicht GEMA. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die GEMA bei dem Ganzen wirklich der Böse ist, sondern irgendwelche anderen Ärsche, die halt sowas wie die GEMA dazu benutzen, um ihre Rechte zu verwalten, obwohl das eigentlich ist. Ah. Ich will doch nur Walking Dead spielen. Lass mich doch einfach mal Walking Dead spielen. Selbst da kann ich mittlerweile nicht mehr. Bei Game of Thrones, da verstehe ich das ja noch in irgendeiner Weise, dass da halt irgendwie die Titelmelodie geclaimed ist. Weil das ist ein super Track, den man halt gerne benutzt. Und dass die sich da dann gerne das Geld in die Tasche für stecken wollen, das, ja, okay. Ist nun mal ein Geschäftsmodell, aber dass die jetzt echt schon bei Telltale Games einfach mal so eine Musik benutzen von irgendwelchen Kram und ich denn dafür die Copyright Claims kriege, das ist langsam nervt's. Wobei ich sagen muss, dieses Michonne-Let's Play, ich fühlte mich schon ein bisschen dämlich dabei, weil das ist so eins der Let's Plays, was echt kein Schwein geguckt hat. Ist halt da, ja. Hm. Nö. Aber gut, wer es nicht interessant findet, dann halt nicht. Aber wirklich gar keine? Das hat sich echt kein Schwein dafür interessiert. Könnte daran liegen, dass die Nummer so hoch ist. Also ich habe ja im Prinzip mein Walking Dead Let's Play einfach durchnummeriert. Von Staffel 1 bis Staffel X. Vielleicht sollte ich da mal die Zahlen ändern. Weiß ich nicht. Ich sehe das gerne als ein durchgehendes Spiel, aber ach, wer weiß. Aber gut, das Spiel war auch so voller Fehler, dass ich mir da dachte, ist ganz gut, dass das keiner sieht. Playlist geändert, das klingt gerade irgendwie so, als würde mich irgendwer töten wollen. Und ich nehme das Ganze ja gerade am Tag auf, ne? Weil die Folge muss irgendwie in 7 Stunden online gehen, die erste, diese Aufnahme. Wir sind ja mittlerweile schon in einem entspannten Bereich. Ein paar Tage später, wenn du so willst. Also 2 Tage oder so. Ich weiß es nicht. Offen gesagt weiß ich es nicht. Bin sowieso überrascht, dass ich jetzt echt so lange nicht Minecraft gespielt habe. Ich habe versucht, darauf zu achten, irgendwie, dass wir halt gleich mit 1.9 machen können, wenn 1.9 draußen ist, aber Optifine ist gerade bei 12% oder so.
Bei Forge gibt es noch überhaupt keine Nachrichten, wann die fertig sind. Aber das wird wahrscheinlich alles vor Music Choices fertig sein. Der es ja noch nicht mal geschafft hat, sein Programm für 1.8.9 zu kompilieren. Vielleicht sollte ich mich auch langsam nach einer Alternative umsehen. Für das Musiklösungsproblem. Für die Musikproblemlösung? So rum. So rum. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt wirklich ewig auf den Typen warten soll. Das wäre natürlich, Ich würde dir gerne die Treue halten, aber wenn du nie nach Hause kommst, ist das ein bisschen seltsam.